und natürlich in ganz Europa bekannt ist. Ein bisschen was zur Handlung. Paris 1877. In den Katakomben der Pariser Oper fristet das geheimnisvolle Phantom sein unheimliches und sehr einsames Dasein. Entstellt und von den Menschen gefürchtet, verbirgt es sein Gesicht hinter einer Maske. Eines Tages jedoch verliebt er sich in die junge Balletttänzerin Christine. Diese sehnsuchtsvolle, unerfüllte Liebe treibt es zu verzweifelten und grausamen Taten. Das Phantom der Oper. Heute Abend mit Anne Görner als Christine und Uwe Kröger als Phantom.